Sportsfreunde und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Vlog aus meinem Leben, wo ich euch so ein bisschen mitnehme in meine Selbstständigkeit im Bereich E-Commerce. Ich habe ja einen Vintage-Shop aufgemacht, nebenbei mache ich auch noch USA-Reisen und heute nehme ich euch so ein bisschen mit und zeige euch, wie neue Ware ankommt. Also ich habe ungefähr, ich glaube, so an die 30 Jerseys, die ich heute auspacken werde, wo ihr dann sehen werdet, was euch künftig dann halt im Shop erwartet. Vor allem bin ich halt gespannt auf den Zustand. Das ist halt immer so eine Sache, wenn man die Sachen halt bestellt, wenn man sie online sieht, dann sehen sie ganz gut aus. Aber wie sie dann live aussehen, das werden wir dann heute sehen. Zudem muss ich noch ein bisschen was verpacken, ein paar Bestellungen rausschicken. Ich muss ein bisschen Papierkram machen, ein paar Rechnungen bezahlen und alles weitere seht ihr dann hier in dem Video. Ich habe übrigens ein blaues Auge, falls euch das auffällt. Beim letzten Mal habe ich ja hier eine Wunde mir zugezogen, wo ich tatsächlich dachte, ich habe eine Gehirnerschütterung, weil ich 2-3 Tage später danach so ein bisschen am Schielen war, so keinen fokussierten Blick fassen konnte, Kopfschmerzen und so hatte. Dann ging es aber glücklicherweise weg. Jetzt habe ich hier auch noch ein blaues Auge geschlagen bekommen. Keine Angst, es ist keine häusliche Gewalt, wobei eigentlich schon, das war mein Sohn, der hat mir voll die Kopfnuss verpasst, hier am Jochbein. Ist den Leuten im Stream aufgefallen, die meinten so, ja hier, das ist total blau und so. Und ich so, hey, was ist denn los, Alter? Ja, und dann hat sich das tatsächlich bewahrheitet. Am nächsten Tag war es dann halt noch stärker. Wenn ihr im Stream zugucken wollt, jeden Mittwoch bin ich ab 21 Uhr auf Twitch live. Ansonsten hier mein Hund, von dem habe ich halt auch immer schöne Mitbringsel. Halt beim Toben, er hat halt Krallen und so und dann passiert sowas halt mal. Naja, halb so wild. Ich ziehe mir jetzt mein Frühstück rein und dann geht's los. So, frisch gestärkt geht es jetzt an die Arbeit. Wir starten mit dem Verpacken. Ich habe, glaube ich, 3 Bestellungen, die ich fertig machen muss. Und das geht tatsächlich relativ fix, relativ zügig. Das Ganze ist ganz gut automatisiert, sodass man das in 3 bzw. 4 Schritten sehr, sehr schnell machen kann. Schritt Nummer 1 ist, wir drucken die Lieferscheine. Und hierfür habe ich mir jetzt extra einen neuen Laserdrucker gekauft. Mal gucken, ob der denn gut funktioniert. Jetzt den ersten Test hat er gut bestanden. Okay, Ausdruck ja, aber hier so rausschmeißen, naja. Schritt 2 ist dann das Versandetikett, was wir drucken. Das funktioniert wunderbar. Und in Schritt 3 dann natürlich das Verpacken selbst. Ich nehme jetzt die neuen Kartons, die sind tatsächlich ein bisschen einfacher zu falten, geht halt ein bisschen schneller. Das sind 1-2 Handgriffe weniger und das zeigt sich halt tatsächlich in der Masse. Gerade wenn ich halt die neuen Drops raushaue, kommen ja immer mittwochs um 18 Uhr. Und wenn dann halt ein paar Leute mehr bestellen, an der Stelle ein riesen Dankeschön an alle, die schon mal bestellt haben, hilft das halt echt, wenn man so ein paar Handgriffe weniger hat. Das merkst du halt schon dann eben in der Zeit, ne? Deswegen, ja, werden wir das jetzt hier verpacken, zur Post bringen und dann kümmern wir uns mal um die neuen Jerseys. Wir werden die mal aufmachen und schauen, was da so drin ist. Wenn man das Ganze jetzt 50 bis 70 Mal schon gemacht hat, geht das natürlich jetzt schneller von der Hand als am Anfang, wo man halt irgendwie bei jedem Handgriff noch nachdenken musste. Jetzt ist es halt ja Automatik, ne? Dass man halt wirklich einen Schritt nach dem anderen macht. Moin Leute, ich nehme heute einen Podcast auf zum Thema Miami. Und mich würde interessieren, was euch an Miami interessiert. Habt ihr Fragen dazu oder habt ihr vielleicht Geheimtipps? Oder wollt ihr irgendwas Bestimmtes wissen, dann schreibt mir das gerne hier, dann nehme ich das mit in den Podcast rein und dann könnt ihr das am Montag ab 7 Uhr dann hören bei Journey. Die 3 Pakete sind verpackt und die bringen wir jetzt zur Post, damit die auch möglichst schnell ankommen.
So, jetzt war die Post da. Keine Ahnung, was hier drin ist, aber ich nehme schwer an, dass es Jerseys sind. So, dann wollen wir mal gucken, was hier drin ist. Da hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht so mit gerechnet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was drin ist. Ich bestelle immer wieder und deswegen weiß ich nicht genau, was wo drin ist, weil ich den Namen jetzt halt auch nicht auswendig weiß, wer mir denn jetzt was verkauft hat, wer mir was zuschickt und so weiter und so fort. Deswegen Überraschungspaket, Trikra Trulala. Und was sehen wir da? Dennis Rodman. Sehr nice. In der Größe XL. Das nächste. Boom. Miguelito. Jordanito. Ebenfalls in der Größe XL. Und das dritte. Boom. Noch einmal. MJ. Größe XL. In den Pinstripes. Sehr, sehr nice. Kommt demnächst in den Shop. Werde ich erstmal ein bisschen aufbereiten, fertig machen. Und dann wird es in einen der Drops kommen. Ich kriege auch immer wieder Fragen, ob Leute auch Jerseys mir verkaufen können. Und da sage ich immer, ja, klar, grundsätzlich schon. Aber ihr müsst halt bedenken, ich muss halt an den Jerseys verdienen. Das heißt, den Preis, den ihr auf der Seite seht, das ist halt der Preis, den ich nehme, wo ich dann halt noch den Versand von abziehen muss. Ich muss die Mehrwertsteuer abziehen und dann hier PayPal und so muss ich auch bezahlen. Und der Gewinn, der dann übrig bleibt, den muss ich dann halt auch nochmal versteuern. Das heißt, da bleibt mir halt nicht so viel von den Jerseys übrig. Deswegen kann ich jetzt kein Jersey für 100 Euro kaufen und das dann für 120 Euro verkaufen. Das funktioniert halt nicht. Mir geht es halt eher darum, wenn jemand schnell und easy seine Jerseys loswerden will, gerade halt, wenn man mehrere verkaufen möchte, dann bin ich dann natürlich immer bereit für, nur wie gesagt, also ich zahle halt sicherlich nicht die besten Preise, ich bin halt eher so GameStop-mäßig, weil bei mir, wie gesagt, muss am Ende dann halt eben ein Plus unterm Strich stehen und ich sage den Leuten halt auch ganz ehrlich, du verkauf deine Sachen lieber bei eBay, da kriegst du definitiv mehr als bei mir. So, oh, hier sehen wir ein paar richtig nice Jerseys und zwar sind das hier die gestickten Adidas-Jerseys hier von den Brooklyn Nets, Deron Williams, sehr, sehr selten, sehr, sehr nice, das ist komplett gestickt, das ist Größe S plus 2, also fällt sehr groß aus, oh, das ist ebenfalls sehr, sehr nice, Dr. J, Julius Irving, ebenfalls von den Nets, ebenfalls in einer Größe S, weiter geht's, ich sehe hier blau, ein blaues Jersey und das ist Orlando Magic und zwar Ryan Anderson, den kennen gar nicht mehr so viele, auch gestickt, guter Rollenspieler, gerade für Sammler sicherlich interessant, die halt schon alle Magic Jerseys haben. So, das Piece ist richtig stark, auch von Adidas, diesmal in einer M, noch komplett gestickt und zwar ist das Dominique, einer der krassesten Dunker überhaupt. So, und das letzte Jersey, was hier drin ist, ist, boom, ebenfalls Dr. J, nur diesmal von den Sixers in Größe L, auch das fällt relativ groß aus. So, das sind die Jerseys, die hier drin waren und jetzt gehen wir mal an meine Großbestellung ran, die habe ich aber hinten liegen, deswegen gehen wir da jetzt einmal rüber. So, hier sind jetzt 30 Jerseys drin, so hoffe ich zumindest. So ist es versprochen gewesen, so ist es bezahlt. Und da werden wir jetzt mal gucken, was genau drin ist. Ich bestelle selber so viel, ich kaufe so viel, da weiß ich das tatsächlich im Detail halt selbst gar nicht mehr, was da halt alles so drin ist. So, dann schauen wir hier einmal rein. Es geht los mit einem Hardwood Classics Jersey von Jason Terry. Hier, auf jeden Fall sehr, sehr fancy das Ding von Reebok in der Größe L. Die Funked 55-56 Velour. Richtig krasses Ding hier von Jason Terry. So, weiter geht es mit diesem Jersey hier. Das ist Josh Smith. Das ist hier ein bisschen runtergerockt. Das ist Größe 2XL, also für die Big Boys. Wird es das für einen nice Price geben. So, das ist richtig nice. Stephon Marbury. Sehr, sehr geiler Style. Den hatten die New York Knicks nur ein Jahr.
Und das war im Jahr 79-80. Größe XL, also auch das fällt relativ groß aus. Ihr seht, es gibt nicht nur Jerseys in Größe S und so. Weiter geht's. Allen Iverson in Blau. Absoluter Klassiker, aber in Blau halt ein bisschen seltener als der Style in Schwarz oder in Weiß. So, Charles Barkley in Medium. Wie gesagt, dieses Jersey gibt es so nur von Champion. Alles andere ist Fake, was ihr online seht. So Adidas und Mitchell & Ness und so. Carmelo Anthony hier mit einem gestickten Jersey. Beziehungsweise ist es ein roter Tag? Ja, es ist ein roter Tag. Das sind die European Authentics, die geklebten quasi. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr selten. So, dann haben wir hier LeBron James in der Größe XL. Ah, perfekt. Also dann passt das sehr, sehr gut für einen Big Boys Drop. So, dann haben wir hier Marc Gasol, nicht Pau Gasol, von den Grizzlies in Größe L. Sehr, sehr guter Zustand. Gefällt mir gut. Oh, sehr nice. Karl Malone in der US-Fassung. Das Ding ist richtig selten. Das wird kosten. Größe 44, also Größe L. So, dann haben wir hier Charlotte Hornets. Sehr, sehr geil. Einer der geilsten 90-Styles. Mit Alonzo Mourning, Größe XL. Ebenfalls was für die Big Boys. So, dann habe ich hier ein paar T-Shirts. Die würde ich jetzt erstmal rauslegen, weil die werden erstmal nicht kommen. Das ist etwas eher für die Zukunft. T-Shirts, Pullis und so. Im ersten Step geht es eher um Jerseys. So, dann haben wir hier Shaquille O'Neal, der dominanteste Center ever von den Lakers in Größe L. Oh, sehr nice. Indiana Pacers, Reggie Miller im US-Style. Also die US-Styles sind halt immer komplett bedruckt und nicht eingefärbt. Und das Jersey ist sehr, sehr, sehr cool. Größe 44, also Größe L. So, dann ebenfalls US-Style, Orlando Magic, und zwar Nick Anderson. Sehr, sehr selten, das Ding. Also Penny Hardaway oder Shaq sieht man ja schon mal, Größe 40, also M. Und vor allem bei den US-Versionen, seht ihr schon, bei den US-Versionen gab es keine Nadelstreifen. Die konnten das im Siebdruck nicht herstellen, dass da halt Nadelstreifen drin waren. Deswegen fehlen die halt bei den US-Fassungen. So, ich muss gucken, dass hier der Karton nicht umfällt. Weiter geht's mit KG Kevin Garnett in Größe L von den Boston Celtics. Ah, da weiß ich schon jemanden, der das haben wollen würde. Dann haben wir nochmal Reggie Miller. Das ist sehr, sehr nice. Wie gesagt, Reggie Miller in Größe 44 und Charles Barkley. Die haben halt keinen Vertrag mit Mitchell & Ness und so. Deswegen dürfen da keine Retro-Trikots gemacht werden. So, dann geht's hier mit dem Thema NFL weiter. Das ist Junior Seau. Tragischerweise nicht mehr unter uns. In Größe 2XL. Auch das für die Big Boys. So, dann haben wir LeBron James in Rot. Noch mit Tags. Sehr nice. Also komplett neu in Größe XL. Dann sehe ich hier auch was Feines, Feines, Feines. Steve Nash, das ist sehr, sehr nice. Das sind die Reebok-Jerseys mit den weiten Schultern. Komplett flashy, weil die halt noch so am Glänzen waren. Dann haben wir Jason Kidd bei den New Jersey Nets. Einer der besten Point Guards aller Zeiten, auch mit denen in den Finals in Größe L. Und dann sehen wir hier, oh, Reebok, sehr nice. Mit der Nummer 31, das ist Davis. Das ist nicht Baron Davis, glaube ich. Ich muss gerade überlegen, welcher Davis das war. Fällt mir jetzt spontan nicht ein. In Größe M. Dann haben wir die Lakers. Weiter geht's. Nochmal Shaquille O'Neal. Nochmal in Größe L. Dann haben wir das Dream Team. Team USA mit, wer ist es? Penny Hardaway in Größe XL. Champion Europa, also komplett eingefärbt. So, dann haben wir hier das Thema NFL, die Nummer 27, das ist Jacobs von den Giants, das ist relativ groß. Welche Größe ist das? Das ist XL, ja, also für die großen Jungs. So, Tampa Bay Buccaneers, da habe ich auf jeden Fall einige Fans von, unter meinen Zuschauern und Kunden. Und das ist von Barber, das ist auch sehr, sehr
selten, dass man das hier mal findet mit unseren Gefilden. Meistens sieht man ja eher sowas wie, weiß nicht, Sap und so. So, dann haben wir Big Ben, Ben Rüttlisberger in Größe L, seine Vorfahren ja aus der Schweiz, deswegen dieser Name. So, Green Bay Packers haben wir hier am Start in Größe 2XL, das ist Grant, sehr, sehr groß das Jersey, zumindest für meine Verhältnisse, ich bin ja nicht so groß. Die Patriots mit Gostkowski, ja, auch sehr, sehr selten, dass man das mal findet. Finde ich sehr, sehr cool, dass man halt hier nicht nur die großen Namen hat. Das ist ja mein Bestreben, dass hier halt eben nicht nur irgendwie Brady, Gronk und so, das haben ja halt schon ganz viele, sondern dass man halt auch ein bisschen was anderes findet. So, dann haben wir hier Victor Cruz, sehr, sehr geiler Spieler, hier auch mit Super Bowl Patch oben drauf. Das ist in Größe XL. Junge, 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 es hört gar nicht auf. So, dann haben wir die Nummer 89. Das ist Moss, sehr nice, in Größe L. Oh, ich kann nicht mehr, aber ich bin gleich durch. Ich bin gleich durch. So, der Karton ist hier auch schon am Wackeln. So. Dann haben wir von den Titans, haben wir Carter, Nummer 93, in Größe L. Tennessee Titans. So, und jetzt haben wir noch zwei oder drei Jerseys hier am Start. Eines davon ist ein Matt Ryan Jersey, komplett gestickt in Größe L. Und hier sehen wir noch LeBron James in Rot. Das ist das vorletzte in M. Und das letzte, Allen Iverson, ganz klassisch in Schwarz. Da kann man sagen, ja, kann ich mir auch von Mitchell & Ness kaufen. Aber mein Bestreben ist es, dass man die Originale halt eben kriegt von damals. Ne? Mitchell & Ness, schön und gut, trage ich auch hier und da. Aber ich bevorzuge definitiv die Originale aus der Zeit. Champion, Reebok und so weiter. Das waren also die ganzen Klamotten. Ich werde die jetzt hier alle schön aufhängen, sortieren. Dann muss ich sie alle in mein System einführen, bevor ich dann halt anfange, Fotos und so weiter davon zu machen. Aber das ist jetzt erstmal ein ganzer Haufen Arbeit, der vor mir liegt. Auspacken, angucken, ja. Aber jetzt halt dieses ganze Reinhämmern und so, habe ich nicht so Bock drauf. Aber ja. Nochmal Post, das ist ja wie an Weihnachten. Eigentlich hatte ich schon in dem anderen Part die Verabschiedung gemacht, aber jetzt hat es tatsächlich nochmal an der Tür geklingelt und die Post ist da. Und jetzt kriege ich hier so ein paar Päckchen. Keine Ahnung, was da jetzt drin sein wird. So, Sixers, Allen Iverson, und zwar als US-Fassung, sehr nice. Hier jedes Mal, wenn ihr Zahlen statt Größen seht, dann ist es die US-Fassung, und hier in dem Fall Champion US, sehr, sehr, sehr weit, dafür, dass es eine M ist, aber auf der Seite stehen ja die Breiten und die Längen mit dran, sodass man da gucken kann, also für die breitgebauten auf jeden Fall etwas. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Nike Schuhkarton. Müssen wir gleich mal gucken, was für Schuhe hier drin waren. 4C Hyper Jade Teal Nike Sunray Protect. Aha, sagen wir jetzt nichts. Aber werde ich tatsächlich gleich mal googeln. Vielleicht blende ich sie euch ein, wenn ihr Glück habt. Oh, ich sehe schon, was es für ein Jersey ist. Sehr, sehr nice. Dieses Jersey habe ich privat in meiner Kollektion. Gebe ich natürlich nicht her. Aber hier in einer anderen Größe. Und zwar ist es dieses Chicago Bulls Jersey von Ben Gordon in der Größe XL. Für Champion war es tatsächlich relativ selten, dass sie mal so Fashion Jerseys, irgendwelche speziellen Jerseys gemacht haben. Ich habe das Jersey von Ben Gordon auch zum Beispiel in einer Black-on-Black Fassung, auch sehr, sehr nice. Und das letzte Päckchen hier, schauen wir da mal rein. Ist zumindest ein bisschen größer, vielleicht sind mehrere drin, ich weiß es nicht. Scheint mir ein Football-Trikot zu sein. Ich gehe da mal ein bisschen mit Gewalt dran. So. Aha. Oha. Tampa Bay Buccaneers. John Lynch. Ja. Ich hatte vorhin ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich einen Tampa Bay Hardcore-Fan in der Community habe. Das ist natürlich ein richtig geiles Jersey in 2XL. Riesig. Aber
auf jeden Fall sehr, sehr nice, weil John Lynch hier mit drin war. Gut, damit sind wir dann tatsächlich am Ende des Ganzen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen, hier mal zu sehen, was ich denn so bekomme. Die Sachen kommen auf jeden Fall in den Store. Wann genau, müssen wir dann halt gucken. Jeden Mittwoch kommt ja ein neuer Drop um 18 Uhr. Dann gibt es immer 25 Jerseys. Welche das sind, gibt es immer einen Tag davor am Dienstag um 18 Uhr. Immer im Livestream auf dem Instagram-Kanal. Und da seht ihr das Ganze dann. Ansonsten könnt ihr auch den Newsletter abonnieren. Da kriegt ihr dann halt auch nochmal ein paar Infos. Da bin ich bisher noch nicht so aktiv gewesen. Kommt aber in Zukunft auf jeden Fall. Wenn ihr euch für USA-Reisen interessiert, schaut mal auf hawktravel.de vorbei. Momentan haben wir noch einen Platz frei für Miami. Mal gucken, wenn das Video draußen ist, ist er vielleicht weg. Aber ansonsten seht ihr da, auch wenn es kommende Reisen gibt, auch da gibt es ein Newsletter, wo ihr euch eintragen könnt für kommende Reisen. Aber gut, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid nächsten Sonntag wieder dabei. Dann gibt's hier ein neues Video. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.